Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Neuwoges Magazin im Monat Februar, hier vom windigen Tollensesee. Die erste aktuelle Ausgabe nach unserem Jahresrückblick im Januar möchten wir in gewohnter Weise mit einem attraktiven Immo-Tipp beginnen. Wohnen in der City hat viele attraktive Vorteile. Fast alles liegt direkt vor der Haustür. Geschäfte, Ärzte, Kultur, Sport und Veranstaltungen oder das Lieblingscafé. Und in Neubrandenburg ist auch die Natur nicht weit entfernt. Ob körperlich aktiv oder ganz entspannt zur Erholung, der Tollensesee, der Kulturpark oder auch die Hinterste Mühle laden zu jeder Zeit ein. Wir bieten Ihnen 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen in Neubrandenburgs Herzen. Und bei Mietvertragsabschluss bis Ende März winken 500 Euro Einzugsbonus. Liebe Zuschauer, die Nachfrage nach erschlossenen Grundstücken für den Bau des eigenen Heims in Neubrandenburg ist ungebrochen hoch. So ist die Neuwoges auch weiter auf diesem Geschäftsfeld aktiv. Im vergangenen Frühjahr berichteten wir von einer laufenden Erschließungsmaßnahme für ein Gebiet in Karlshöhe, auf dem inzwischen auf 9 Grundstücken mit dem Bauen begonnen werden konnte. Ein winterlicher Vororttermin Ende Januar. Auf dieser ehemaligen Brachfläche in der Kiesseestraße konnte die Neuwoges Ende 2020 ihre Gesamterschließungsmaßnahme erfolgreich beenden. Kurze Zeit später begann auf dem neuen Bauland schon das erste Eigenheim emporzuwachsen. Insgesamt sind auf einer Fläche von ca. 15.000 Quadratmetern 16 bauträgerfreie und voll erschlossene Baugrundstücke für Einfamilienhäuser, aber auch 6 Doppelhausgrundstücke entstanden. Aufgrund der ruhigen und zentralen Wohnlage, aber auch geschuldet der ungebrochenen großen Nachfrage nach attraktiven Wohnbaugrundstücken, waren alle Grundstücke in kürzester Zeit vergriffen und verkauft. Eindrucksvoller Beleg dafür, dass die Entscheidung vor Jahren eine gute war, sich dieser Fläche anzunehmen. Wir sehen den Stand vor fast genau 2 Jahren. Ein leerstehender Geflügelstall war bereits abgebrochen. Einige alte Garagen sollten ihm folgen. Damit war das Areal beräumt und konnte weiter erschlossen werden. Denn für Baugrundstücke braucht es nicht nur Fläche, sondern auch moderne Infrastruktur. Etwa 1,5 Millionen Euro wurden insgesamt für diese vollumfängliche Baulanderschließung investiert. Die Gesamterschließung an diesem Standort umfasste die Verlegung von Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung, Stromleitung, Gasleitung und Multimedialeitung und natürlich auch die Erschließung mit einer neuen Straße, damit die Bewohner auch zukünftig an ihre Grundstücke kommen. Begleitend zur neuen Straße wurde im Auftrag der Stadt Neubrandenburg die anliegende Kiesseestraße komplett saniert. Wieder ein rundes Gesamtpaket, das den Bedarf an Bauland in der Vier-Tore-Stadt bedient. Hier ist, wie eingangs erwähnt, schon jedes Grundstück verkauft. Ronald Leitz steht Ihnen aber gern auch mit anderen Optionen zur Verfügung. Sollten auch Sie Interesse an einem Baugrundstück haben, dann melden Sie sich bei mir. Gemeinsam werden wir einen Weg finden, Ihren Traum von den eigenen 4 Wänden zu verwirklichen. Den aktuellen Expertentipp wollen wir jetzt Neu1 widmen. Schon seit 17 Jahren arbeiten wir eng für die Produktion des Neuwoges Magazins mit Neu1 zusammen. Ende 2020 wurde der Neubrandenburger Regionalfernsehsender ausgezeichnet. Wussten Sie schon, dass Neu1 durch den Ostdeutschen Sparkassenverband als Unternehmen des Jahres 2020 in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet wurde? Unter der Überschrift Mutmacher trotzen Corona wurde gewürdigt, wie wir in der für alle neuen Situation im Frühjahr 2020 agiert haben. Mehr dazu erfahren Sie jetzt im eigens zur Preisverleihung produzierenden Unternehmensporträt. Mitte März 2020, die Innenstadt von Neubrandenburg. Der Lockdown entvölkert die Straßen. Sonst belebte Fußgängerzonen sind menschenleer, Geschäfte haben geschlossen.
Corona brachte auch in Neubrandenburg das öffentliche Leben fast zum Erliegen. Es war eine Zeit der Ungewissheit. Die Einwohner der Stadt hatten viele Fragen. In solchen Krisenzeiten vertraut man denen, die man am besten kennt. Hier in Neubrandenburg ist das Neu1. Der Fernsehsender produziert seit 2004 regionale Nachrichten. Die Redakteure haben also schon einiges erlebt, aber auch für sie wurde die Corona-Zeit zur Bewährungsprobe. Liebe Zuschauer, die momentane Situation ist für uns alle nicht leicht. Die massiven Einschränkungen durch die Corona-Schutzmaßnahmen treffen so ziemlich jeden Bereich. Wir wussten nicht, wo wir noch drehen gehen können, aufgrund der sich ständig ändernden Anordnung im Lockdown. Und daher war das für uns auch eine lange Zeit der Ungewissheit. Doch gleich nach dem Lockdown hat der Sender eine Möglichkeit gefunden, um mit seinen Zuschauern in Kontakt zu bleiben. Via Skype-Interview berichtete Neu1 von Hilfsangeboten oder Corona-Brennpunkten. Wir haben eine relative, sehr dramatische Situation in den gastgewerblichen Bereichen, im gesamten Kammerbezirk, sowohl auf der Insel Usedom als auch in der Mecklenburgischen Seenplatte. Ab April waren die Teams wieder mit der Kamera unterwegs. Das beste Mittel gegen Angst und Ungewissheit ist Aufklärung. Beispielsweise über die Situation in den Altersheimen. Das Kontaktverbot war für viele Senioren eine große Belastung, denn die gewohnten Besuche blieben aus. Und das über viele Wochen. Nicht jeder hatte dafür Verständnis. Umso wichtiger die Arbeit der Reporter von Neu1. Es gibt einige Bewohner, die viel Besuch bekommen hatten, täglich nahezu. Die leiden natürlich sehr. Und da ist natürlich auch sehr viel Mitgefühl, zusätzliches von den Mitarbeitenden noch gefragt, dass man wirklich, dass es den Bewohnern auch gut geht dabei. Neben ihrer Informationsarbeit hat Neu1 noch eine weitere bemerkenswerte Corona-Hilfe geleistet. Der Sender stellte regionalen Händlern und Dienstleistern in der Phase des Lockdowns kostenlos Werbezeit zur Verfügung. Jeder Betroffene, ob nun Schuhladen, Pizzeria oder auch ein Friseur, konnte seine Kundschaft einfach bei uns im Programm kostenlos erreichen und über Ladenschließung, eventuell veränderte Ladenöffnungszeiten, aber auch über ganz neue Angebote wie Online-Bestellungen oder Lieferdienste informieren. In der Corona-Zeit haben die Kameraleute und Redakteure von Neu1 mit ihrer Arbeit eindrucksvoll belegt, dass sie für ihre Region jederzeit da sind. Das Sendegebiet des Unternehmens ist die Mecklenburgische Seenplatte. Neu1 hat beigetragen, dass die Menschen hier in schwierigen Zeiten näher zusammenrücken und die Region die Zeit der Corona-Pandemie möglichst unbeschadet übersteht. Liebe Zuschauer, das war unser Corona-bedingt etwas kürzer ausfallendes Neu-Voges-Magazin. Mehr aktuelle Streiflichter aus dem Neu-Voges-Konzern gibt es dann in der März-Ausgabe. Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihre Caroline Brückmann.